So, wer weiß, wo der Fehler liegt? Fehlerraten, ich weiß, wo der Fehler liegt. Und jetzt zeige ich euch den Fehler. Und zwar liegt der daran, dass ich einfach im falschen Gebiet gelandet bin. Obwohl, hier leuchtet auch ein Punkt. Also muss das... Ich nehme an, dann ist das Wind. Aber ich weiß nicht, wie man hinkommt. Wahrscheinlich hätte ich einfach in die andere Richtung den Zombies gehen müssen. Aber das kam mir unwahrscheinlich vor. Sorry. Also... ja. Wir möchten hier landen. Hab ich eben ausprobiert, deswegen ja, bin ich aber gleich zurückgeflogen, weil reicht mir, dass da steht vergessene Ruinen des Lichts. Ja, da kann ja nicht mehr so wirklich groß was falsch sein, wenn wir gerade ein Lichtmonster suchen. Das heißt, ich weiß gar nicht, konnten wir eigentlich noch in eine andere Richtung? Ich bin gerade ein bisschen... Nein. Es wäre gut, wenn es Nacht wäre, weil dann könnten wir... Das Viech müsste ja gerade im Licht, müsste das Viech richtig Mörder sein, ne? Oh, ist jetzt auch dunkel. Der zieht was ab. Alter Schwede. Oh ja, Baby, der... zieht was ab. Bewahre uns Gott, wenn mehrere Gegner kommen. Oh, na klar, jetzt können sie sich aufladen. Das ist aber schön. Gut, das geht also so weiter. Wäre natürlich gut, wenn man was sehen könnte, aber das wird ja überbewertet. Okay. Schokolade verstaut, alles klar. So, also konnte man hier noch was machen? Ich kann das nicht ab, wenn man hier überhaupt nicht sehen kann. Nein, konnte man nicht. Gut. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang sollen. Nach hier konnten wir halt auch nicht. Gehen wir erstmal nach Osten. Wow. Ja, die hier gehen noch, die Viecher, die sind jetzt nicht ganz der Untergang der Welt. Tja. Die Frage in Waage. Gehen wir... Oh, das sieht ja schon wieder so verworren aus. Okay, dann ziehe ich jetzt doch einmal kurz dieses Tor hier vor. Indem wir nicht weiterkommen. Nein, natürlich nicht. Okay, wir gehen einfach da lang, wo wir waren. Wir ignorieren dieses Tor. Oh, die Gegner kommen wieder. Naja, dann. Aber gegen die habe ich noch nichts, wie gesagt, das lässt sich überleben. Also der Ritter eben, der war schon ein bisschen, ein ganz kleines bisschen Bedenken anregend. So, jetzt könnt ihr auch mal wieder mein Special sehen nach 100 Jahren. Irgendwie habe ich gerade ein schlechtes Gefühl, aber ich lade einfach mal auf. Die machen auch beide das gleiche, diese Vollhorst. Sicher. Alter. Ihr dürft ruhig hierher kommen und mir helfen, wenn er mögt. Also, ist nicht so, dass er müsst, aber... Wenn er mögt, könnt ihr das ruhig machen. Da ihr auch ungefähr 80 Mal so stark seid wie ich. Aha. Wow, 351, das sieht natürlich auch schon wieder anders aus.
So, wir können eine Treppe nach oben nehmen, aber die ignorieren wir jetzt auch mal. Ich möchte. Ihr dürft hier mit herkommen, wenn ihr wollt. Oh, okay, da ist noch was im Weg. Das habe ich nicht gesehen. Okay, ich werde hier mal Magie benutzen. Da ich mal wieder nicht abziehe und die Gegner mir voll in die Fresse hauen. Naja, was willst du machen, ne? Ich habe irgendwie schon wieder das Gefühl, dass irgendwas... Ich hätte irgendwo anders lang gehen müssen. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Wir können nicht mehr als suchen und sterben und suchen und sterben. Und dann ist die Zeit für ein Video um bla bla bla. Wow, eine Truhe, die von alleine da steht. Das ist natürlich schon wieder so, dass mich das ein bisschen antörnt. Ist das hier das gleiche? Okay. Können wir da noch nach rechts? Nein, okay, dieser Weg war vollkommen wertlos anscheinend. Einzige, was wir noch tun können, ist hier lang. Was es da wohl gibt. Oh, ist ja nett. Ich nehme mal die da. Die könnt ihr nämlich nicht attackieren, ihr Vollpenner. Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir vor diesem Endboss nochmal, beweg dich doch mal, unsere Items auffüllen. Okay, so. Tja, Alter, hier gibt es wirklich Abzweigungen, hier kann man echt nichts sagen. Das ist nicht so einfach. Bewegen uns nochmal nach Osten, weil da sind wir jetzt schon die ganze Zeit hingerannt. Und da ist nichts. Das heißt, wir haben eine Entscheidung weniger zu fällen. Gut, hier kommt schon mal... Oh, nein, 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 nein. Da funktioniert meine Steuerung mal wieder nicht. Das ist schlecht. Wir sind in Ruinen des Lichts. War das gerade ein Schattenritter? Ne, ein Silberritter. Geben wir dem einfach mal einen mit. So viel bleibt mir eh nicht über. Eigentlich ist alles, was wir brauchen, die Attacken meiner Freunde. Aber die attackieren eher lieber die anderen Gegner hier. Klasse. Aber ich habe ja was zum Heilen mit. Heilt alle Status verändern. Alle. Das ist auch gar nicht mal schlecht an Protoöl. Vielleicht kann ich das auch aufstocken. Ich hoffe, der Endgegner kann das nicht. Okay, jetzt brauchen wir es aber alle. So, gehen wir auch gleich nochmal einen mit. Vertragen natürlich auch gut die Gegner, ne? Okay, jetzt sind wir schon ein bisschen entproblematisierter, sag ich mal. Schon wieder und also mir versagt hier ganz oft die Steuerung, muss ich mal ganz kurz anmerken. Ich weiß nicht warum. So, ihr dürftet den attackieren. Ich versuche mich mal um die Harpie hier zu kümmern, wenn ich darf.
Wäre es lustig, wenn hier jetzt gar kein Lichtbiest kommt, sondern irgendwie das Mana-Biest Schattens oder so. Alter, kannst du mal aufhören, auf mir rumzuhacken, während ich hier versuche zu zaubern? Lass mich mal raten, jetzt habe ich die Ruhe, ne? Nee, habe ich nicht. Gut. Mann, Alter! Die Steuerung versagt hier andauernd. Und die kümmern sich immer um die Spackengegner, die gar nicht so schlimm sind. War die jetzt tot gerade, die beschissene Harp hier? Jo. Ja, dann lade ich auf. Da. Scheiße. Jo, lade ich auf. Ich hoffe, André kriegt jetzt mal dieses andere Kackvieh platt. Truhe. Quallenöl erhalten. So, jetzt will ich erstmal hier gucken, was ich hier jetzt, dass ich, ob ich das hier jetzt alles aufstocken kann. Ich habe nur noch einmal Potosöl. Mana Potosöl. So, da haben wir das doch schon mal. Sechsmal. So. Jetzt sieht das schon wieder ein bisschen besser aus, ne? Die Münzen haben wir nur einmal. Was wir jetzt noch machen können, wir können natürlich die Lufti-Trommel, bis wir sie wieder brauchen, erstmal verstauen. Ich habe gar nicht mal so viele Walnüsse. Scheiße. Ich weiß zum Beispiel nicht, wofür Sternenkraut ist. Wundertraum brauchen wir auch gerade nicht. Traumkraut ist. Das entschläfert bestimmt oder es schläfert ein. Ich weiß es nicht. Lässt sich alles ausprobieren. So. Ja, jetzt Walnuss. Definitiv. Ja, und dann müssen wir bald diese Vorräte aufstocken. Definitiv. Ganz dringend. Vor allen Dingen Walnuss, Leute. Vor allen Dingen Walnuss. Ich wünsche, die Zauber würden sich aufstufen, so wie in anderen Spielen, dass man pro benutzen, aber die brauchst du ja so oft in dem Spiel hier benutzen, das geht ja auf keine grüne Kuhhaut mehr. So, jetzt gucken wir mal nach. Also Poteöl hatten wir, was das ist. Tag- und Nachtwechsel. Nicht schlecht. Können wir gebrauchen, denn dann ist unser guter Freund ein Werwolf. Und wir können das vom Endboss auch gebrauchen, weil der ist verlichen. Wenn wir Nacht haben, dann ist das bestimmt nicht so schön für ihn. Ich plane jetzt einfach mal. Ich kann denken heute. Es ist toll, ne? Vielleicht könnte ich sogar Englisch reden. Hm. Ja, gut, dann haben wir eigentlich schon das, was wir wissen wollten. Und jetzt haben wir wieder zwei Richtungen, ne? Hm. Wieder neuer Gegner. Bin leider ein bisschen machtlos gegen die Gegner. Ich kann hier zwischendurch mal so einen Zauber einwerfen. Um damit zu helfen. Ansonsten bin ich eigentlich ja nur für Magie da. Ich habe leider nicht so viel. Also das ist wirklich schade. Du hast hier Magie. Eigentlich bräuchtest du, wenn es danach geht, nur Kämpfer nehmen, weil die Magier bringen ja alle nichts. Damit. Wow, und Lichtmünze halten. Das ist schön. Da hätte ich gerne mehr von. Eine Treppe nach unten. Ist mir für Licht fast ein bisschen merkwürdig. Ich gehe erstmal. Oh, jetzt kommt eine Treppe nach oben. Und dann eine beschissene Quappe. Ich bin wieder fast am Arsch. Ist das grausam. Ah, es passt schon. André hat auch was verloren. Hm.
Oh, wir sind auch schon wieder bei ein bisschen Zeit angekommen. Geht gleich weiter. Was heißt, geht gleich weiter? Ich meine, es endet gleich und geht dann weiter. Oh, das bringt doch gar nichts mehr, der ist doch schon leer. Alter, wo gehen wir hin? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Da machen wir gleich so weiter, da haue ich jetzt einfach drauf. Der muss weg. Ach, ey, das geht mir so auf den Sack. Warum muss es in jedem Scheiß-Level Gegner geben, die sich selber heilen können? Ich weiß noch nicht mal mehr, ob wir hier schon mal waren, ey. Hoffentlich bin ich nicht wieder irgendwo falsch. Oh, so ein nerviger Wichsgegner. Ach, super. Oh. So, was darf ich denn? Also Intelligenz und Geist braucht er wirklich nicht viel. Ich gebe ihm noch mehr... Glück bedeutet härtere Treffer anbringen. Intelligenz und Geist lasse ich wirklich bei ihm weg. Es sei denn, ich muss es nehmen, weil... Nee. Ohne Magie bringt mir das nämlich gar nichts. Der kriegt jetzt... Stärke, dann Glück, dann Agilität. Ist auch schön, dass wir beide hier voll gezappelt sind, ne? Weil ich benutzt habe jetzt keinen Bock, da was anderes irgendwie zu benutzen. Hier, du darfst attackieren, Kollege. Danke. So, und jetzt kann ich auch wieder das benutzen. Also gehen wir jetzt doch in diese dämliche Höhle oder was das ist runter. Shit. Und wieder die Viecher. Ich möchte nicht wissen, wo wir schon überall falsch gegangen sind wieder. Ich möchte echt nicht wissen. Irgendwie nichts ab, ey. Das ist voll traurig. Ihr dürft übrigens, wenn ihr wollt, mit attackieren. Ist kein Problem, weil ja, zieht ja ein bisschen was ab. Ich nicht so. Walnuss. Ich nehme an, ich komme nicht zufälligerweise gleich zu einer schönen Statue, wo ich Magie aufgeladen kriege. Deswegen ist das jetzt schon mal eine Vorsichtsmaßnahme. Und da bin ich. Okay, ich darf meinen Geist benutzen. Mach ich auch. Und natürlich... Wow, und alle auf ihn. Ich krieg ja sonst am wenigsten abgezogen von uns. Oh, ich bin mal 19 Minuten, scheiße. Alter, das geht aber ruxflux, Alter, die Aufstufung jetzt im Moment gerade. So, ich werde wahrscheinlich in der letzten Stufe dem Dings auch nochmal Magie geben, weil das ist einfach zu wenig.
So, was hatten wir jetzt? 12? 12, okay, wir wollten alles auf 12 bringen. Agilität.